Nachdem der Führer die Einkreisungspläne der Kriegshetzer durch die Vernichtung Polens und die Besetzung von Dänemark und Norwegen zerschlagen hatte, wollten die westlichen Angreiferstaaten über Belgien und Holland in das Ruhrgebiet einfallen. Gegen diese unmittelbare Bedrohung traten die deutschen Armeen am Morgen des 10. Mai zum Gegenstoß an. Überall warfen sie den Feind und erreichten Tag für Tag die vorausbestimmten Ziele. Hier sehen Sie den genauen Ablauf der Operationen. Am 11. Mai waren unsere Fallschirmjäger rund um Rotterdam gelandet. Sie halten ihre Stellungen gegen riesige Übermacht. Am 15. Mai ist die Maginot-Linie durchbrochen. Am 16. Mai ist Holland völlig in deutscher Hand. Seine Armeen kapitulieren. Am 19. Mai ist in kühnen Panzervorstößen die Somme-Mündung bei... Nach dem Vorstoß zur Kanalküste wird der Kessel um die eingeschlossenen feindlichen Armeen immer enger gezogen. Am 26. Mai fällt Calais. Damit ist auch dieser wichtige Brückenkopf nach England gewonnen. Am 28. Mai kapituliert Belgien. Am 29. Mai ist die Abschnürung weiterer Teile der feindlichen Streitkräfte geglückt. In den letzten Maitagen halten sich nur noch Reste der geschlagenen feindlichen Armeen in und um Dünkirchen. Maschinen klar zum Flug gegen Dünkirchen. Die gewaltige Flandernschlacht 1940 geht ihrem Ende entgegen. Kampf- und Stuka-Verbände der deutschen Luftwaffe sollen den Feind, der sich immer noch verzweifelt zur Wehr setzt, von der Luft aus zermürben und zugleich die Fluchtwege über den Kanal mit ihren Bomben sperren. Unter uns zerstörte Brücken und hart umkämpfte Orte. Das Ziel im Raum von Dünkirchen ist erreicht. Alles ist angriffsbereit. Die Bomben sausen in dichter Folge zur Erde nieder. Treffer sitzt neben Treffer. Das Geschwader hat sich wieder gesammelt. Ein neues Ziel wird angeflogen. Der Feind darf nicht zur Ruhe kommen. Ein Stuka-Geschwader braust heran. Die Maschinen kippen ab und greifen an. Haargenau stößt der Stuka ins Ziel. Wieder hochgezogen. Anflug zum zweiten Angriff. Nächstes Ziel ist das Fort Louis. Dritter Angriff soll die Verkehrswege des Gegners zerschmettern.
Ein anderes Stuka-Geschwader hat den Auftrag, die englische Transportflotte vernichten zu treffen. Angriff auf die Hafenanlagen von Dünkirchen. Wrack neben Wrack. Auch dieser Brite soll nicht entkommen. Küste beobachtet die Flucht der feindlichen Flotte. Englische Zerstörer versuchen, die fliehenden Transporter zu decken. Deutsche Flak ist schnell zur Stelle. Überall wird blitzartig zugeschlagen und der Gegner immer mehr in Verwirrung gebracht. Unsere Schnellboote stoßen vor, um von See aus in den Kampf einzugreifen. Ungezählt sind die kühnen Handstreiche, die sie in diesen entscheidenden Tagen an der flandrischen Küste unternehmen. Gegenangriff der englischen Flieger. Sofort richten sich die Rohre unserer Flak in die Höhe. Getroffen! Der Pilot ist mit dem Fallschirm abgesprungen. Leichte Flak nimmt einen anderen Engländer aufs Korn.